Leute, willkommen zum ersten Enduro-Vlog. Ich fahre jetzt aufs Heisel, da treffen wir uns ja immer. Und von da starten wir. Es hat, ja, ich glaube, 35 Grad. Ich hoffe mal, beziehungsweise ich denke mal, wir werden hauptsächlich im Wald fahren, weil es echt arschheiß. Oft, wenn es zu heiß ist, fahren wir gern viel Bachläufe und so Zeug. Ich habe gestern gemeint, dass da in einem anderen Heisel jemand Geburtstag feiert heute Abend und wir eben die Richtung fahren wollen. Und ja, vielleicht kriegen wir ja da ein Bier oder zwei oder drei. Ha, mal schauen. Na, ich hab so richtig Bock. Bin ja seit, keine Ahnung, mein Erzberg war vor 3 Wochen. Und ja, vor Erzberg, also ich bin glaube ich so richtig Enduro mit den Kumpels jetzt. Ich glaube vor 5, 6 Wochen gefahren. Also ich habe eigentlich schon richtig Bock. Wie gesagt, es ist zwar heiß. Trinkrucksack ist voll. Aber ich hoffe, der reicht. So, los geht's, also. Wir fahren jetzt nicht zu den anderen Heiseln. Ja, weil da, wo die Richtung ist, da wird wahrscheinlich, werden viele Leute sein. Also haben wir gesagt, die Richtung wollen wir da nicht fahren. Aber wir fahren auf jeden Fall da, wo viel Wasser ist. Was schreibt denn der? Da irgendwo über den Chrom drüber. So, jetzt ein Ballermodus endlich einmal. Vollgas ballern. Let's go! Ich hoffe, wir fahren auf jeden Fall da, wo viel Wasser ist, weil es ist echt arschheiß. Ja, ja, wie gesagt, ich bin schon seit 5 Wochen oder 6 Wochen jetzt nicht mehr Enduro im Wald gefahren. Hab echt richtig Bock, aber wie gesagt, die Hitze ist halt echt schon krass. Aber im Wald geht es jetzt eigentlich. Naja, bis jetzt ist es noch nicht anstrengend. Ja, ich habe eigentlich an sich vom Flow da vorne Flow-Suspension habe ich mein Fahrwerk um 2 cm tiefer liegen lassen und bin eigentlich auch erst einmal so richtig gefahren Enduro damit. An einem Erzberg halt ein Prolog, aber da merkt man es nicht. Geil, merken tut man es eigentlich da bei den Geschichten. Und ja. Das einmal, wo ich gefahren bin, habe ich es eigentlich schon gemerkt. Es war schon geil. Es ist halt an sich viel einfacher am Hang. Und die Füße halt, das merkt man halt einfach. Was man schon merkt, ist auf der Motocross-Strecke sicherlich den Komfort, dass da ein wenig was fehlt. Und angeblich soll es also sein, dass halt du mit den Fußrasten eher aufkommst. Wenn es so spurrillen oder vielleicht fast, das kann schon sein, weil im Endeffekt bist du ja 2 cm tiefer. Aber ja, schauen wir mal. Ah, fliegt schon wieder irgendwas rum, weil ich die ganze Zeit niesen muss.
Ah, es läuft mir die Nase. Ja, ich glaube, wir sind noch nicht da direkt angekommen, wo wir hinwollen. Ab in den Wald. Also für die, die sich jetzt Sorgen machen, dass keine Edits mehr kommen. Es kommen sicherlich noch Edits. Ich habe ja schon gesagt, der nächste wird auf jeden Fall der von Erzberg. Ich weiß noch nicht wann, wahrscheinlich 4-5 Wochen. Ich mache das immer mit dem Hasel Shop Opening. Wie gesagt, die Edits bleiben auf jeden Fall. Vielleicht ergibt sich einmal was, oder ich hätte eigentlich richtig Bock, das so ein bisschen zu kombinieren. Aber es muss halt einfach stimmig sein. Weil einfach so mal Edit und dann einfach mal wieder Vlog, das muss einfach passen. Da bin ich, wer meine Edits kennt, der weiß, dass ich da schon auf so Kleinigkeiten viel Wert lege. Ja, ich würde wahrscheinlich einmal in geraumer Zeit mal schauen, einen Vlog über eben die Edit und Vlog-Geschichte machen, wie das von den Klicksverteilungen her und ja, vielleicht ein bisschen meine Meinung dazu mal schauen, ob ich auch Bock drauf habe. Wow, Sackerer! Dann dafür Lächer. Also ich weiß nicht, ob ihr da mal drauf Bock habt. Aber ich denke, dass ich echt einmal einen Vlog machen will, rein im Dialekt. Also Oberpfälzer Dialekt. Beispiel. Also wenn ihr so richtig drauf Bock drauf habt, dann würde ich das echt gerne mal machen. Dialekt Ende. Na, hab ich echt mal Bock drauf. Vielleicht mache ich es dann mit Untertitel. Oh, das hat schon eine Heidenarbeit, dann die ganzen Untertitel zu schreiben. Vielleicht findet sich ja, vielleicht hat er wer Bock für euch, Oberpfälzer, das dann die Untertitel zu schreiben. Fail! So, jetzt schauen wir mal. Oh Mann! Ich glaube, ich fahre jetzt noch rauf. Schauen wir die ganze Sache von oben an. Mal schauen, ob ich schaffe den Hang. Sollte er doch gehen, oder? Schauen wir mal. Was hat er? Prab? Das ist schon extrem, ey. Schau mal, bist du... Da tue ich mir halt echt schon leicht mit dem tiefer gelegten Fahrwerk.
Das merkt man halt schon. Das ist schon geil, hey. Oh, oh, oh. Aber wie fahr ich jetzt da? Ich glaub, irgendwie so schräg, oder? Geil, mach mal einen Lüfter an, weil die kotzt schon wieder. Zack. Wir fahren oben. Woo, 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 woo. Schon anstrengend, Leute. Leute, es ist schon anstrengend bei der Hitze. Aber jetzt machen wir nicht einmal viel. So, ab ins Wasser, geil. Oh, ich bin ein bisschen krank. Ich glaube, der will da rauf. Jawohl. Okay. Läuft. Oh, scheinbar ist da Schlick. Ja, da ist ein bisschen Schlick. Keine Ahnung, wo die jetzt sind. Ich weiß, was das da Wasser ist. Da ist er. Irgendwo da muss er entlang gefahren sein. Irgendwo da, da. Ich bin auch der Spurenleser. Alter Schwede, ey. Mann. Da ist er raus. Da fahren wir jetzt auch raus. Probier's zumindest. Ja, Leute, also ich glaube, wir machen jetzt Schluss.
Wir fahren jetzt glaube ich nicht mehr viel lang. Wir werden jetzt dann am direkten Weg zum Haus fahren und dann ja, hole ich mir mein verdientes Bier. Also Leute, macht's gut. Ciao.